zum Bergauf oder Bergab gehen, nehme ich mir meine Stiege. Und zwar haben wir einen Fuß auf eine Stufe oder einen Stein gestellt. Das hintere Bein ist gestreckt und hebe die Ferse. Ich drücke die vordere Ferse nach unten und bringe Becken über Hüfte. Dann stelle ich das hängende Bein oben drauf. Mein Becken ist auf der Außenseite vom Oberschenkelknochen. Ich hebe die Standbeinferse, ich drücke die Stiegenferse nach unten und bringe Becken über Hüfte. Beim Bergabgehen stehe ich auf dem gestreckten Standbein, ziele mit der Zehe vom runtergehenden Bein hinunter, lasse die Hüfte vom runtergehenden Bein senken, habe noch ein gestrecktes Standbein und im letzten Moment beuge ich das Knie. Hüftknochen geht außerhalb vom, also auf die äußere Seite Oberschenkelknochen, dann beuge ich das Knie. Standbein ist gestreckt, so lang wie möglich. Ich senke die Hüfte vom Spielbein. Dann erst beuge ich das Knie. Das geht auf Glutealmuskulatur, Hüftmuskulatur und schont die Knie beim Bergabgehen. Man sieht hier sehr gut meine unterschiedliche Hüftbewegung von Seite zu Seite. Und man sieht auch, dass ich da mehr die Wirbelsäule verwende, anstatt das Becken. Beim Bergabgehen merkt man, meine linke Hüfte möchte sich nicht so gern bewegen. Rechte Hüfte lässt sich runterfallen. Linke muss ich bewusst ansteuern. Die Bewegung ist viel kleiner in der linken Hüfte und dadurch geht das viel mehr aufs Knie.